Weiter geht es mit einem Video von Assassin's Creed Unity und in dem zeige ich euch, wie ihr die mittelalterliche Rüstung oder mittelalterliche Montur im Spiel freischalten könnt. Wenn man die freischaltet, bekommt man gleichzeitig noch einen geheimen Erfolg bzw. eine geheime Trophäe. Also das zeige ich euch in diesem Video. Aber bevor ihr das machen könnt, müsst ihr alle 18 Nostradamus-Rätsel gelöst haben. Wie gesagt, das sind 18 Stück. Ich habe auch schon ein Video gemacht, klickt da einfach drauf oder in der Beschreibung ist ein Link für alle Leute, die am Handy oder so sind. Link zu dem Video, klickt drauf, sammelt alle oder macht, löst die 18 Nostradamus-Rätsel und dann könnt ihr hierher kommen. Also wenn ihr alle 18 fertig abgeschlossen habt, dann könnt ihr hierher kommen in die Rüstkammer und euch die Rüstung abholen, beziehungsweise ihr müsst nochmal 3 kleine Rätsel lösen und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr euren Erfolg, eure Trophäe und eure mittelalterliche Montur. So, auf jeden Fall geht ihr erstmal da runter. Und geht an dieses Pult oder an dieses, keine Ahnung, Teil. Interagiert mit dem Teil und dann öffnet sich die erste Tür. Die wäre offen. So. Und da müssen wir jetzt unser erstes kleines Rätsel lösen. Da sind 4 so, Teile zum Drehen. Und ja. Dreht die einfach genauso wie ich. Und dann sollte das kein Problem sein. Das erste einfach zweimal drehen. So, das zweite dann ein einziges Mal drehen. Das dritte müsst ihr dann dreimal drehen. Jo, und das letzte dann, glaube ich, nur noch zweimal. So, und dann, wenn ihr alles richtig gemacht habt, kommt diese kleine Sequenz. Da öffnet sich dieses Tor. Und da gehen wir jetzt durch. Da oben. Ja, da müssen wir jetzt erst hinklettern. Da habe ich mich jetzt ein bisschen angestellt, aber ja, das werdet ihr sicherlich schneller und besser hinbekommen als ich. Da gibt es auch nur einen Weg, da kann man sich eigentlich gar nicht verklettern oder verlaufen. Jo, genau, einfach darüber. Ohne hin und her zu springen am besten. Jo, also sorry nochmal für die Scheiße da. Das, war nicht so geplant, aber ja, ist jetzt schon. So, naja gut, auf jeden Fall, wenn ihr es dann bis da drüben geschafft habt, interagiert ihr mit dem Teil und das erste von den 3 Toren, hinter dem sich die Mittelaltermontur befindet, öffnet sich. So, dann geht es weiter zum zweiten Rätsel, ihr geht wieder an diese Scheibe. Dieses Mal öffnet sich die linke Tür und das Rätsel ist extrem schnell gelöst. Einfach nur mit den Scheiben interagieren. Mit der ersten Scheibe müsst ihr dreimal interagieren. Mit der zweiten Scheibe einmal. Jo.
Und mit der letzten Scheibe auch wieder dreimal. Also 3-1-3. So, dann öffnet sich hier die Tür. Und ihr könnt wieder mit dem nächsten Hebel interagieren. So, dann öffnet sich auch schon die zweite Tür. Von diesem goldenen Teil. Und ihr könnt zum dritten und letzten Rätsel gehen. Dafür müsst ihr einfach wieder die Scheibe aktivieren. Dann öffnet sich die Tür geradeaus vor euch. Sehen, was wir hier haben. Jo, und da müsst ihr jetzt rüberkommen, ohne runterzufallen, beziehungsweise ihr kommt nur drüber, wenn ihr nicht runterfallt. Wenn ihr runterfallt, ist es aber überhaupt nicht schlimm, weil es zieht euch fast nichts an Leben ab. Und ihr fallt runter, sobald ihr auf so einem Teil, sobald ihr euch an so einem Teil festhaltet, während gerade so Gas rauskommt. Deswegen, macht es genauso wie ich, startet an der gleichen Stelle, hüpft dann genau in den gleichen Steinen rum, wartet an den gleichen Stellen und dann sollte das kein Problem sein. Wie gesagt, wenn ihr ein paar Anläufe braucht, ist es nicht weiter schlimm, weil, ja, ihr verliert nicht viel Leben, ihr könnt es ewig, stundenlang probieren, ohne dass ihr sterbt. Und daher, macht es so wie ich, ihr kriegt es dann schon hin. Und das ist ja auch schon das letzte Rätsel, der letzte Hebel, den ihr betätigen müsst, für die Montur, für euren Erfolg, eure Trophäe. Und jo, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf Facebook oder so mal vorbeischauen würdet. Das würde mir unter Umständen helfen. Gut, naja. Ich würde mich bedanken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.